Ist das jetzt das Alarmsignal, was wir bei den Märkten haben wollten? Naja, wollten ist immer so eine Sache, aber trotz alledem, es kündigte sich ja an, dass der Markt auch mal nach unten kommen sollte und das möglicherweise dynamisch. Der Nasdaq, der hat es ein bisschen vorgemacht mit Schubkorrektur gestern ja schon und dann auch tatsächlich nach unten getriggert und viel mehr noch gezeigt, als er müsste. Also für diejenigen mit Mindestziel, die werden ein bisschen getrauert haben, es wäre noch mehr drin gewesen, aber es ist eigentlich genauso passiert, wie man sich das idealerweise wünscht, nämlich dass der Markt anschließend mit dem Schub nach unten kommt. Das zumindest mal für all diejenigen, die short unterwegs waren, die sich haben triggern lassen und dementsprechend auch vorbereitet waren. Was sagt uns das Ganze jetzt? Mit was müssen wir in diesem Zusammenhang rechnen? Was wird jetzt weiter wohl passieren? Und da gibt es ein etwas unterschiedliches Bild. Dow Jones beispielsweise, der kommt einigermaßen zügig aktuell wieder hoch vorbörslich. Ist es noch vorbörslich? Jawohl, es ist noch vorbörslich. Also der kommt einigermaßen zügig aktuell nach oben. Allerdings trotzdem, ja, so ein ABC-Muster, aber relativ steil. Viel fairer, naja, fairer ist das blöde Wort dazu, aber viel klassischer, was das typische Chartbild angeht, präsentiert sich der S&P 500, der amerikanische breite Marktindex, denn der zeigt sich nach dem deutlichen Rücksetzer jetzt nun wackelig nach oben und das könnte man vielleicht sogar nutzen für weitere Shorts. Also, wenn ich in einem amerikanischen Index shorten wollte, wäre jetzt im Moment das Bild wahrscheinlich beim S&P 500 das schönste. Das kann sich natürlich im Laufe des Nachmittags noch ändern. Aber das vielleicht mal im Auge behalten, es geht nämlich nach dem Schub runter, jetzt ein bisschen wackelig nach oben. Und wenn wir auf der Unterseite brechen, und zwar Zwischenhochs, denken Sie dran, letzte, vorletzte Zwischenhochs, ich habe es immer wieder auch im Video mal gezeigt, dann wären das eigentlich schöne Voraussetzungen, um hier die Shortseite nochmal zu fahren. Für den DAX gilt grundsätzlich natürlich Ähnliches, auch der hat nicht so wirklich die Stärke aktuell auf seiner Seite. Also insofern würde ich da sagen, kann man in dieses gleiche Horn stoßen. Gold ist insbesondere im Moment interessant. Ich hatte da immer mal wieder im übergeordneten Bild darauf hingewiesen an verschiedenen Stellen, dass wir da vielleicht so ein Contracting Triangle haben auf Tagesbasis. Also wir sind, wer auf den Tageschart guckt, da mehrere Tage, also die letzte Zeit eigentlich generell nach oben gekommen und jetzt so die allerletzte Zeit, so zusammenziehendes Dreieck, würde man auf Deutsch sagen, Contracting Triangle, zur Seite eigentlich fallend, weil vom Hoch ausgehend und dementsprechend, wenn wir das letzte Zwischenhoch dort nochmal reißen, dann hätten wir hier auf Tagesbasis den nächsten Schub nach oben zu erwarten und der könnte locker zumindest mal bis zur nächsten Widerstandszone bei ungefähr 1500 Euro laufen, auf Tagesbasis. Wer jetzt sagt, Tagesbasis ist so gar nichts für mich, der könnte zum Beispiel mal gucken, wie es auf dem, ich muss jetzt lügen, ich glaube 15-Minuten-Chart, aber zumindest einem kürzeren Intraday-Chart aussieht. Denn da haben wir aktuell eine schöne Situation, nämlich wieder Schub nach oben und aktuell wackelig nach unten. Vielleicht kann man sich da auf der kleineren Ebene sogar long triggern lassen und dann einfach vergessen, Gewinne mitzunehmen. Denn das würde bedeuten, dass man gleichzeitig dann auch, nicht gleichzeitig, aber ein bisschen zeitversetzt, sogar im übergeordneten Bild getriggert würde und kann dann aus einem sehr kleinen Stop, sehr kleinen Trade einen sehr großen machen und hat eine riesige Chance-Risiko-Verhältnis. Vielleicht für den einen oder anderen ja eine interessante Spielwiese. Euro gegen US-Dollar ist im Moment ganz stark im Fallen gewesen. Wir haben heute den Trade des Tages dazu vorbereitet. Intraday, im ganz kurzen Bild kann man gucken, wackelig nach oben. Aber ansonsten einfach Trade des Tages mal lesen. Da gibt es dann die Anregung dazu, wie wir mit diesem Trade im, ich sage mal, nicht ganz kurzfristigen, glaube ich, umgehen. Also für diejenigen, die jetzt sagen, ich kann jetzt ja nicht jede Minute drauf gucken, für die mag der Trade des Tages da eigentlich ganz praktisch sein. So, mit diesen Fanfarenklängen, die jetzt hier im Hintergrund hier noch laufen, Sie sehen, hier gibt es viele, viele Videoleinwände. Ich bin in Shibuya aktuell. Die berühmte Kreuzung, die eigentlich so jeder kennt, das ist da hinten. Also ich weiß nicht, ob Sie sehen können, da in dem Bereich, da ist die Kreuzung, von der man eigentlich immer spricht, wenn man Shibuya meint. Ich bin jetzt ein bisschen abgehoben, naja, zumindest mal örtlich, ansonsten hoffentlich noch mit beiden Beinen auf dem Boden. Und gucke mir das Ganze von oben an und habe gedacht, das ist der richtige Ort, um hier über die Märkte, die ja eben gerade auch versuchen, einen Boden zu finden, zu sprechen. Ihnen in diesem Sinne alles Gute, toi 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 für heute, einen wunderbaren Tag, bis bald.